affinché la Svizzera rimanga la Svizzera, damit die Schweiz Schweiz bleibt. Pour que la Suisse reste la Suisse, perciò la Svizzera resta la Svizzera. Unter diesem Motto, liebe Delegierte, halten wir die heutige Delegiertenversammlung als Start in die Wahlkampagne 2019 ab mit entsprechenden Referaten. In 18 Monaten, anderthalb Jahre, eine kurze Zeit, finden bereits die nächsten eidgenössischen Wahlen statt. Wir lancieren hier im Graubünden die Wahlstrategie 2019 und nach Informationen zu den Kernthemen werden wir auch die Crew zur Führung der SVP in diese Wahlen zusammenstellen. Sie werden wählen können, liebe Delegierte. Ich erinnere mich mit Freude an die letzte Delegiertenversammlung in diesem Kanton. Heinz Brand hat es erwähnt, auf der St. Luzisteig hatten wir eine tolle Versammlung im Festzelt und es kam gut damals mit 29,4%. Und ich darf das sagen, weil ich war ja nicht Präsident, unter anderem meinem Vorgänger Toni Brunner, wurde ein einmaliges Resultat für die SVP erlangt. Wir werden alle Kraft benötigen, Sie, liebe Delegierte, wir als Team, all unsere Sympathisanten, um dieses historische Ergebnis zu egalisieren oder sogar zu übertreffen. Wir tun es nicht nur für die Partei oder nicht für die Partei, sondern vor allem für unser Land. Denn Wahlen sind nicht Selbstzweck, sie sind da, um den Wohlstand für die Menschen in unserem Land zu erhalten. Liebe Delegierte, unser Auftrag ist klar. Wir haben dafür zu sorgen, dass das Stimmrecht der Bürgerinnen und Bürger von Ihnen erhalten bleibt. Zum Stimmrecht der Bürger dulden wir keinerlei Abstriche. Das Stimmrecht eines jeden Einzelnen von uns in unserem Land ist weltweit einmalig und unverhandelbar. Die direkte Demokratie gibt es nur in der Schweiz. Es ist dieser Wert, der unsere Freiheit bewahrt und einzigartig ist auf der Welt. Dort, wo unser Stimmrecht bereits heute eingeschränkt wird, müssen wir unbedingt korrigieren. Schweizer Recht vor internationalem Recht lautet die Losung. Die Abstimmung über unsere Selbstbestimmungsinitiative steht bevor, voraussichtlich und möglicherweise bereits im November, und wird uns hier entsprechend fordern. Jeder souveräne Staat muss zudem die Zuwanderung steuern können. Ein offener Arbeitsmarkt in der Schweiz für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer, die einfach so hier hinkommen können, ohne dass wir das steuern, das wird ins Chaos führen. Und deshalb haben Sie als Delegierte die Begrenzungsinitiative mit uns lanciert. Ich darf sagen, die Unterschriftensammlung läuft erfreulich, aber kämpfen Sie weiter, damit diese Unterschriften sehr rasch auch zusammenkommen in der nötigen Höhe. Ich danke Ihnen dafür. Dieser Applaus gehört Ihnen selbst, weil Sie arbeiten an der Front für diese Unterschriften und das ist nicht selbstverständlich. Danke vielmals. Selbstbestimmungsinitiative, Begrenzungsinitiative, aber wir haben weitere wichtige Geschäfte. Milliardenzahlungen in den Osten ohne jegliche Gegenbedingung lassen wir nicht zu, ohne dass Volk dazu entscheiden kann. Hier braucht es einen Entscheid und wenn möglich ein Nein zu dieser Milliardenzahlung. Weshalb sollen wir in den Osten Gelder zahlen, wo doch dort das Wachstum größer ist als im Moment in der Schweiz, wo es sich nicht um Entwicklungshilfe handelt? Und wenn uns schon die EU pisackt mit Börse und so weiter, weshalb dann noch Geld verschenken? Wir
Ein weiterer zentraler Punkt in nächster Zeit, meine Damen und Herren, liebe Frauen und Männer, wir lassen uns nicht entwaffnen. Die EU-Waffenrichtlinie darf so nicht übernommen werden. Es kann nicht sein, dass alle, die eine Ordnanzwaffe zu Hause haben, auf einmal mit einem Schlag zu illegalen Waffenbesitzer werden und dann diese Waffe nur noch aufgrund eines Schießnachweises oder einer Mitgliedschaft in einem Schützenverein behalten werden darf. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir erwarten, dass hier die Schützen aufstehen und das Referendum, wenn wir es nicht im Parlament bodigen können, ergreifen, und dann werden wir das entsprechend klar unterstützen. Aber das Wichtigste kommt zum Schluss. Das wichtigste Geschäft ist natürlich das Rahmenabkommen, wie so oft thematisiert an unserer Delegiertenversammlung. Heute steht das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU und wie dies die SVP sieht, erneut im Zentrum. Geschätzte Delegierte, vor 25 Jahren waren wir an einem praktisch gleichen Punkt. Die Glaspolitik wollte der Schweiz die Souveränität nehmen, indem sie unser Land in den EWR eingliedern wollte. Im Unterschied zu heute war aber damals der Bundesrat, oder sprechen wir lieber von der Mehrheit des Bundesrates in Anwesenheit unseres Ueli Maurer hier, den ich übrigens herzlich speziell begrüße noch. Damals war die Mehrheit des Bundesrats so ehrlich und hat gesagt, der EWR ist ein erster Schritt oder ein Trainingslager zur EU. Wir wussten also, um was es geht. Es ging bei der EWR-Abstimmung letztlich EU-Beitritt, ja oder nein. Dank unserem Christoph Blocher und seiner Kraft konnte es diese Partei verhindern, dass wir dieser EU beigetreten sind. Heute, liebe Frau Ullmann, ist es viel gefährlicher, weil keine Partei, kein Wirtschaftsverband, keine Gewerkschaft, eigentlich niemand, der noch einigermaßen mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Gut, es gibt ein paar unentwegte Nebsträumer, die lassen wir der neuen europäischen Bewegung, aber niemand sonst sagt, die Schweiz soll in die Europäische Union. Es sei selbstverständlich, dass wir nicht in die Europäische Union sollen, aber das ist eine reine Verschleierungstaktik. Eine Verschleierungstaktik, wenn man schon nur die Namen dieses Rahmenvertrags anschaut. Man sagt Rahmenvertrag, Konsolidierungsvertrag. Ja, wer will denn schon nicht konsolidieren? Das ist doch konsolidiert sein, das ist etwas Schönes. Wer will denn schon nicht einen Freundschaftsvertrag abschließen? Oder bilaterale 3? Oder jetzt ist es noch schöner, jetzt heißt es Marktzugangsabkommen. Ja, wer will denn, wir sind eine liberale Wirtschaftspartei, die den Marktzugang wollen. Wer will dann nicht ein Marktzugangsabkommen? Man verschleiert mit diesen Namen. Und die Tatsache, dass man schon 6 verschiedene Namen brauchen musste, zeigt die Verschleierungstaktik. Man will mit Namen verschleiern, was dahinter steckt. Es ist letztlich die Anbindung an die EU, weil die Grundsätze der automatischen Rechtsanpassung mit Sanktionen, wenn wir nicht parieren, und eines Entscheids des Europäischen Gerichtshofes ist nicht wegzudiskutieren. Es ist Grundlage des Verhandlungsmandates. Jetzt wird aber behauptet, nein, das Rahmenabkommen gilt nur für 5 Verträge. Landverkehr, Luftverkehr, technische Handelshemmnisse und Landwirtschaft. Alles halb so schlimm, was sind schon 5 Verträge gegenüber 120, die wir haben mit der EU, wenn alle anderen nicht tangiert werden. Wir wissen aber genau, wenn es um ein Marktzugangsabkommen geht, weshalb sollte dann der Freihandelsvertrag 72, der wichtigste für den Marktzugang, nämlich dass wir keine Zölle haben, weshalb sollte dann der nicht binnenmarktrelevant sein? Die Logik sollte mir hier jemand erklären.
Aber auch wenn das Rahmenabkommen tatsächlich nur für die 5 bilateralen Verträge gilt. Stellen Sie sich vor, für das Landverkehrsabkommen. Dann bestimmt die EU in einer Gesetzgebung, wann welcher Lastwagen mit welchem Gewicht, ob Sonntag, ob in der Nacht oder wann auch immer, hier in Klosters, in diesem schönen Tourismusdorf vorbeifährt, letztlich. Wir haben nichts mehr dazu zu sagen. Oder wenn wir Nein sagen, müssen wir zahlen oder der ganze Vertragswerk wird dahinfallen wegen den Sanktionsmaßnahmen. Oder bei der Personenfreizügigkeit, das ist der schlimmste Vertrag, den wir ja weghaben wollen. Wenn die Personenfreizügigkeit Gegenstand des Rahmenabkommens ist, heißt das, dass letztlich jegliche Anpassung des Anrechts auf Arbeitnehmerinnen, beispielsweise in den Sozialwerken, AHV-Anrecht, Ergänzungsleistungen, Sozialleistungen, werden seitens der EU angepasst und wir können dann einfach zahlen für jene, die kommen. Und das Tüpfchen auf das I, das wäre dann am Schluss, und das will ja die EU. Der Bundesrat sagt heute, es ist eine rote Linie, aber die EU wird auch das fordern, wenn wir einmal den kleinen Finger geben, die Unionsbürgerschaft. Dass es keine Rolle mehr spielt, ob wir Schweizer, Franzose oder Deutscher oder was auch immer sind, alle haben gleiche Rechte. Zu was führt das? Zwangsläufig zur Nivellierung am Mittelmaß und sicher nicht zur Erhaltung des hohen Schweizer Standards. Der Bundesrat versucht auch, uns die fremden Richter jetzt aus dem Kopf zu reden, indem er sagt, was eigentlich gut ist. Wir machen ein Schiedsgericht. Schiedsgerichte ist eine gute Sache. Von beiden Seiten eine Person und eine Neutrale, die das Ganze managt. Aber es muss dann entschieden werden, ob es sich A. um Schweizer Recht, B. um EU-Recht oder C. um einzigartiges Recht handelt. Also weder noch. Und je nachdem, wenn es sich um EU-Recht handelt, tönt logisch, ist der Europäische Gerichtshof zuständig für die Auslegung. Wenn es sich um Schweizer Recht handelt, das Bundesgericht. Nun sagt ausgerechnet Europarechtler und Befürworter eines Rahmenvertrages Professor Oesch, Sie haben es vielleicht gehört in der Arena, dass der größte Teil, über 90% allen Rechtes in diesen bilateralen Verträgen Europarecht ist. Also ist am Schluss eben doch der Europäische Gerichtshof, der entscheiden wird über die Schweiz. Sie sehen, liebe Delegierte, Verschleierung pur, dabei müsste der Bundesrat, der auf die Verfassung geschworen hat, in Brüssel unmissverständlich festhalten, dass eine Einschränkung unserer Souveränität und eine Abgabe des Stimmrechts nach Brüssel nie und nimmer in Frage kommt. Und dies, wenn wir ganz zurückgehen zum Anfang der Schweiz, genauso wie damals Wilhelm Tell, halt unter Inkaufnahme von gewissen Widerwärtigkeiten. Bei Wilhelm Tell, der wollte damals oder hat richtigerweise den Gesslerhut nicht gegrüßt, so sollte man doch heute Juncker mindestens nicht mehr küssen. Ich danke Ihnen. Wir sorgen, dass die Schweiz Schweiz bleibt. Danke und wir fahren gleich.